Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, Sie sehen, ich habe mich heute dem Thema entsprechend gekleidet, ja, denn heute wollen wir über Elektromobilität sprechen. Und zwar über ein ganz neues Tool, zusammen mit diesen beiden Herren hier, die selbstlos, uneigennützig und großherzig dieses Gerät nach München geholt haben. Der Herr Störzinger ist zum Beispiel derjenige, der es auch entdeckt hat. Herr Störzinger, wo entdeckt man also sowas hier, das praktisch jetzt nicht unbedingt ein Radl ist, sondern mehr so ja, ein Mischwesen zwischen einem E-Bike und einem Elektroroller, oder? Ja, das ist eine Geschichte, die haben wir im Fernsehen gesehen, nachdem wir aus dem Freundeskreis einen kleinen Tipp bekommen haben. Wir selbst haben ein Fahrradgeschäft, wir beschäftigen uns also mit dem Thema Lastenräder. Okay. Und das ist eine neue Geschichte, wo wir gesagt haben, Möglichkeit, sich hier elektrisch schön durch die großen Städte einmal entlang der Isar zu bewegen. Und haben uns also ein Lopi Fit, was niederländisch ist und so viel bedeutet wie lauf dich fit, halte dich fit, haben wir also ein Fahrrad mit einer Laufbahnkonstruktion als Antrieb in Verbindung mit einem Elektromotor. Das ist so, als Radlhändler müssen wir doch irgendwie wissen, dass das schon ein bisschen anachronistisch ist, oder? Es hat einmal, ich weiß nicht, in die 60er oder 70er Jahre gab es mir so ein Bike, da haben wir so draufgehockt und hat so gehoppelt. Genau. Und das ist dann ganz schnell wieder eingestellt worden. Es ja? gibt ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten, wie man sich halt fortbewegen kann, aber das ist jetzt halt wirklich eine Sache, wo man auch, sagen wir mal, von der unterschiedlichsten Kleidung her, also vom Rock, ich muss nicht unbedingt irgendwelche sportlichen Sachen anhaben, ich kann mich ganz normal bewegen und bin immer so schnell unterwegs, als wenn ich spazieren gehen würde. Das ist sogar schneller. Richtig, weil normale Spaziergeschwindigkeit, sage ich mal, maximal 4-5 km/h, holen wir uns hier die stärkste Unterstützungsstufe vom Motor dazu, dann sind wir 25 schnell. Mein erster Hintergedanke war, ich will mit dem Ding hier Blumen ausliefern für meinen Blumenladen. Also vorne praktisch am Lenker, so ein kleines Kerbe hier und dann? Ja, da, die Konstruktion ist noch nicht ganz ausgefeilt. Bisher bin ich gefahren mit der Kiste hinten auf dem Gepäckträger drauf. Haben Sie das tatsächlich schon gemacht? Habe ich gemacht, selbstverständlich. Ja. Ja, also eigentlich bei den heutigen Stauungen auf Münchner Straßen ist flotter, gell? Vor allem, das ist, ich bin schnell unterwegs. Ja. Die Frau vorbei, die Dame. Ich bin umweltbewusst unterwegs mit dem Ding. Also ich finde das toll. Also wir müssen die Leute jetzt mal zeigen. Ja. Okay? Ja. Herr Störzinger, Sie unterstützen mich bei meinen ersten Fahrversuchen und Sie halten bitte das Mikrofon. Das Mikrofon, ja. Okay, ich hoffe, dass ich die Hände nicht frei brauche, um da wen aufzufangen. Ich darf auch ein bisschen kommentieren. Ein großer Rot, der passt besser zu mir. Genau. Eingeschaltet ist er noch. Gehen wir vielleicht noch mal kurz rüber, dass wir ihn gerade hinstellen. Ich muss nicht hinterherlaufen, nur ich komme dann wieder. Also, ja, ich komme dann wieder. Ja. So, die Rufe brauchen wir nicht, oder die? Einen Fuß draufstellen. Die Rufe nach, bitte. Und dann? Sich ganz normal abstoßen, wie wenn es mit einem Roller losfahren würden, nur eben umgedreht. Da ist aber jetzt kein Saft drauf, oder? Also, einschalten, genau. Ohne Strom kein Diplom, Herr Störzinger. So geht es. Fahren wir mal mit Stufe 2 los, dann sind wir nicht ganz so schnell. Und jetzt wird Roller und dann? Mit dem Roller nur einfach der Unterschied nicht an der Straße abstoßen, sondern auf dem Laufband und schon geht's los. Und einfach ganz normal spazieren gehen. Jawohl, perfekt. Ja, ein bisschen wackelig ist er schon unterwegs, gell? Na wunderbar. Ja. Natürlich auch sehr enge Platzverhältnisse da, gell? Aber das Rosa steht ja am Gürtel. Etwas in Rücklage. Rosa passt ideal, also das ist Wahnsinn. Ja, aber jetzt wird es besser. Wird immer besser. Und Gas geben, Herr Grübel. Oder bremsen, da haben wir auch zwei Möglichkeiten. Das sagt nichts mehr. Kein Kommentar. Also, ich bin etwas wackelig in den Knien, aber sonst geht es mir gut. Das ist erstaunlich. Also, ich denke mir halt, dass das natürlich für Frauen, die gerne Rock tragen, ein perfektes Gerät ist, gell? Genau, so ist es. Musst du nicht auf ein Radl drauf quälen? Der Stöckelschuh ist mit Sicherheit eine Herausforderung. Bei entsprechender Konzentration geht es sicherlich auch. Vielleicht, was man da dazu sagen kann, über das Laufband geben wir ja nur dem Elektromotor das Signal, dass er im Prinzip arbeiten soll. Ach so, ihr gebt jetzt keine Kraft ab, wir geben ganz minimal Kraft ab. Also die Hauptaufgabe ist ja weit über 90% erledigt der Elektromotor, der eben mit den 250 Watt, wie bei jedem anderen Pedelec auch,
Das ist halt nur 250 Watt der Akku. Nein, der Motor. Der Motor. Das ist die Leistung und die Wattstunden. Die Leistung vom Akku sind 970. Das ist also aktuell einer der größten Akkus, die es also auf dem Markt gibt. Somit kommen wir mit dem Fahrzeug auch gute 50, 60 Kilometer weit. Ja, was wiegt denn das, wenn der so groß ist? Ja, das wiegt so 50 Kilo in etwa. 50 Kilo? Genau. Also weniger als ich. Aber es ist nicht so, muss ich mal gleich dazu sagen, dass man eben dass das nur der Motor macht. Also ich war das längste, was ich unterwegs war, waren 2 Stunden. Ja. Da weiß man dann danach schon, da spürt man alles Mögliche im Körper, sage ich mal. Also man tut da schon was auch für die Fitness ganz nebenbei. Also so ist schon Widerstand. Das ja, es ist ein Widerstand, da ist ein strammer Spaziergang im Prinzip. Also man entdeckt durchaus ein paar neue Muskelpartien, die man vorher nicht so kennt hat. Also im oberen Gesäßbereich, sage ich mal ganz vorsichtig. Und wie der Herr Kies gerade sagt, wenn man dann doch eine längere Zeit fährt, klar, spürt man das schon. 4-5 km/h, wie gesagt, ist die Gehgeschwindigkeit und die wird dann vom Motor entsprechend umgesetzt. 25 km/h? 25, ja. Also dann brauche ich noch keine so Nummernschüttel dafür. Nein, so genau, das wäre beim SP-Delec, da hätten wir das kleine Mofa-Tafel drauf. Somit dürfen wir mit dem Rad ganz normal auf dem Fahrradweg fahren, auf dem Radlweg. Helm ist natürlich empfohlen. Aber nicht Vorschrift. Okay. Dann jetzt machen wir eine kleine Pause, weil da sind ein paar Sachen dabei, wo ich gerne drüber sprechen möchte. Tja, die natürlich nur einem Techniker auffallen, Herr Störzinger. Aber dazu gleich mehr, Damen und Herren. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, wir wollen heute über eine recht innovative Methode der elektrischen Mobilität sprechen, LoppiFit. Wie lange gibt es das Teil jetzt? Das LoppiFit an sich gibt es jetzt ca. 3 Jahre. In der Ausführung, wie wir es jetzt haben, mit dem Motor, mit dem Akku, seit August vergangenen Jahres. Mhm. Dadurch, dass das Bundle relativ broad ist, also die Fläche, auf der man da geht, hat man natürlich auch die Möglichkeit, den Motor seitlich an die Räder anzubringen und nicht, halt, wie man es bei den E-Bikes kennt, entweder von unten anzuflanschen oder in die Nabe zu integrieren. Gell? Das heißt, also, es ist für jemanden, der drauf schrauben muss, eigentlich einfacher. Aber Herr Störzinger, was mir jetzt auffällt, so einen Rämer wechseln kann ich eigentlich nur dann, wenn ich irgendwas rechts oder links wegnehmen kann. Und das kann ich ja nicht, weil es verschweißt ist. Gell? Da ist ein bisschen Schraubarbeit erforderlich, das zu machen. Ja, wir haben also hinten 2 Einstellmöglichkeiten, um den Riemen zu spannen, zu lösen über 2 Stellschrauben, also jeweils links und rechts. Im Bus, ja. Genau, und ansonsten muss man halt immer eine Welle ausbauen, um den Riemen runterzunehmen. Der wird dann komplett vulkanisiert, wenn er neu draufkommt. Aber selbst wenn er mal links oder rechts angehen sollte, oder wenn man sich mal irgendwie einen Stock oder einen Stein einfängt und der etwas ausfranst, die Sachen einfach abschneiden und dann geht es ganz normal weiter. Okay, dann haben wir 2 verschiedene Reifengrößen. Das darf der 26 sein, oder? Und hinten? Vorne haben wir 28er und hinten haben wir einen 20er drauf. Okay. Gibt es auch als Winterreifen? Selbstverständlich. Speichs. Können wir gerne im Winter noch mal am Nymphenburger Kanal ausprobieren, Herr Griebel. Aber ich denke mir, dass im Winter einfach, weil du immer gehst, ja, da viel weniger schnell kalte Füße holst, als auch immer. Es wäre erst mal Sommer. Ist einmal ein Versuch, ich wollte gerade sagen, jetzt freuen wir uns mal erst über die warmen Temperaturen. Und dann probieren wir das gerne mal aus. Ja. Was ich faszinierend finde, ist dieses Rosa. Gibt es das tatsächlich in Rosa? Richtig, war ein Sonderwunsch vom Kunden hier. Okay. Die Fahrzeuge sind pulverbeschichtet, somit hat der Kunde eigentlich die freie Auswahl. Also er kann wirklich sagen, anhand dieses legendären Ralfächers, wie er sein Fahrzeug eben gerne hätte. Und das wird in Holland gebaut? Wäre komplett in den Niederlanden gebaut, ja. Also dann werden Sie sehen, ob der Zeugen der Traller behinken. Beleuchtung dran. Dann was ganz wichtig ist, wenn man auf die Bremse drückt. Die bremst nicht bloß, sondern das ist das, was mir also am Anfang am dienlichsten war bei meinen Fahrversuchen. Das schaltet einen Motor aus. Wenn du auf Bremse drückst, dann rollst du ganz normal dahin, weil sonst läuft der Motor weiter. Weil, wie wir schon vorher gehört haben, dadurch, dass das... Also im Gegensatz jetzt zum Pedelec, keine Kraft aus dem Treten nimmt und auch nicht vom Laufband, sondern eigentlich rein erlegt. Also das Band ist eigentlich nur eine Steuerung, oder? Ist eine Steuerung mit leichter Kraftunterstützung. Okay. Aber wie gesagt, die Hauptleistung macht der Motor und er braucht eben, das ist vom Gesetzgeber so vorgegeben, der Pedelec braucht ein Signal, dass der Motor was arbeiten darf. Macht man beim normalen Rad immer über die Betätigung der Kurbel und hier ist es das Laufband.
Jetzt darf ich mal ein bisschen chauvinistisch sein, Herr Kees. Wie lange hat die Frau braucht, bis sie es Kinder hat? Also, es geht ganz schnell. Also, die hat und Sie, Herr Kees? Die war ein bisschen schneller, glaube ich. Die hat sich nicht so angestellt wie Sie, Herr Griebel. Nee, das geht eigentlich schnell. Man stellt sie drauf, mal die erste Viertelstunde ist ein bisschen komisch. Und dann ist man es gewöhnt. Also, wie gesagt, mir macht das Riesenspaß. Ich fahre eben inzwischen Blumen aus damit und fahre aber auch so rum an der Isar entlang. Und der Wahnsinn ist natürlich die Reaktionen von den Passanten. Also die drehen sich alle um und so, ui, was ist denn das? Also das ist echt irre, das habe ich nicht gedacht. Aber die Leute sind da, finden das faszinierend anscheinend. Und hier ist ja dieses kleine Steuerungsgerät und der Kameramann. Also hier, da kann man also die verschiedenen Stufen einstellen. Das hat also 1, 2, 3, 4, 5 Stufen, gell? Und das lädt sich dann über Nacht wieder auf, das Teil, oder? Wenn Sie so einen Strom hängen, ja. Ja, beim was für einen? Ist das Starkstrom oder ist das normale Haus 220 Volt? Genau, so 36 Volt. 50 Hertz. 36 Volt Thematik, ganz normal anstecken, ist ein kleines Ladegerät dabei. Aber es ist ein Lithium-Ionen-Akku, im Prinzip können Sie den gerne jederzeit zwischenladen, wie Sie es vom Mobiltelefon gewohnt sind. Ja. Haben Sie nur so einen Zettel da? Sie haben mir doch vorher diesen Flugzettel zeigt. Ja, war ganz nett, weil der hat natürlich sofort einen Prospekt rausgezogen, der Herr Störzinger. Aber man den Hitz hat, dann habe ich mir gedacht, Herrschaftszeiten, gell, das ist eine gute Investition 2018 und dabei war das die Jahreszahl. Ach so. 2018, nein, ich habe schon 2017 gekauft, da war es noch ein Euro billiger. Nein, Schmarrn. Ja, man muss halt schon drüber reden, was so ein Teil kostet. Das muss der Störzinger sein. Ja. Weil das ist natürlich das, was unsere Zuschauer nach so einer doch intensiven Auseinandersetzung mit diesen Teilen am meisten interessiert. Schauen Sie her, der da meint doch jeder Mensch, oder, dass das 2018 Euro kostet, oder? Da hat der Scherzige gesagt, hey, Griebel, da zahle ich drauf. Aber netto war es, oder? Netto kommen wir ungefähr hier, ja, kommen wir ungefähr hier. Genau. Ja, was kostet? Also, Sie haben da ganz klug hier auf die Ausweisung der Preise verzichtet, gell? Ja, 2.495 sind wir, inklusive der Steuer, ja. Weil doch der Akku relativ groß ist, der verschlingt da schon einen guten Teil davon. Und dann, wie gesagt, wird in den Niederlanden komplett hergestellt. Da sind ein bisschen Frachtkosten drauf. Ich verstehe. Und dass da so die Stadt mit diesem Lastenradl, was zurzeit featured, da. Nein, bei denen nicht, glaube ich. Gell? Ich sage es einmal vorsichtig, noch nicht. Wir sind in Gesprächen. Okay. Also normal ist es wirklich das klassische Lastenrad, wo einfach in der Basis wirklich der Transport der Lasten im Vordergrund steht. Und das ist ja momentan also eigentlich reines. Hast du nie einen Schwerpunkt und insofern darf das da gut gehen. Ja, Damen und Herren, selbst der Saudi aus dem Mittleren Osten fährt gern mit diesen Teilen, weil sie halt mit dem langen Kauft dann kein Problem haben mit dem Radlsitz. Also es ist immer wieder erstaunlich, was da alles eine Rolle spielt. Also jetzt haben Sie es kennengelernt. Loppy Fit aus den Niederlanden, der Roller zum Draufgehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, meine Herren, für die erklärenden Worte, für das Vorführen, für diese, möchte man sagen, selbstlosen Einsatz. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.